Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Age Origins. Ja, wir sind... Entschuldigung, ist ja gar nicht Dragon Age Origins, ist Dragon Age 2. Trotzdem ist es genauso wie damals beim Finale von Dragon Age Origins, denn wir haben gerade eben hier Sandal gefunden, wie damals auch schon bei Dragon Age Origins kurz vor Finale. Und das ist das Zeichen, dass es jetzt gleich durchsehen. Wobei, warte, wenn ich jetzt schon unterwegs bin, kaufe ich mir vielleicht bei ihm noch ein paar Heiltränke. Verzauberungen? Wenn er welche hat... Hat er natürlich doch keine mitgeführt. Kann ich wenigstens noch ein paar Verzauberungen machen? Stachel zurück. Stab der Verlockung. Ich habe natürlich keine Runen. Das ist natürlich. Verzauberungen? So, ohne Runen kriege ich das natürlich nicht hin. Hintertür Nummer 3 befindet sich Templer. Hallo? Ein Dämonenwolf. Tja, wenn mal Bethany dabei ist, dann ist die Kacke richtig am Dampfen. Im wahrsten Sinne des Wortes. So. Irgendwas Schönes dabei? Ein Gürtel. Da ist noch eine Truhe. Ein Heiltrank. Heiltränke nehme ich immer gerne. Kann man nachher gut gebrauchen. Und hinter der Tür. Noch mehr Templer. Es wird nicht lange dauern. Bring dir es zu Ende! Na also! Für euch gibt es keine Vergebung! Du bist erledigt! Ich sehe jetzt gar nicht, was da draußen eigentlich vor sich geht. Kamera ist jetzt gerade ein bisschen unpassend. So. Ich erledige das! Für euch gibt es keine Vergebung. Ah, jetzt kann ich irgendwie, bin ich irgendwie draußen. In die Lehre mit euch! Noch irgendwelche Templer da? Ja, ja. War das der letzte? Ich hänge fest hier! Es wird nicht lange dauern! Ich glaube, ich habe da etwas Blut. Ach, schon wieder ein Level-Up. Das ging jetzt aber schnell. So, auf die letzten Zentimeter noch ein paar Level-Ups einsammeln. C. Ja, dann nehmen wir den hier nochmal rein. So, zurück. Wo müssen wir eigentlich hin? Weiß das irgendjemand? Ach, ich glaube, wir sind richtig. Für euch gibt es keine Vergebung! Und da ist noch irgendwo einer. Ne, das war schon. Da, ja, doch hier. Ich erledige das! Das ist ein Ziel! Pfoten weg von meiner kleinen Schwester.
So, und der Rest ist auch aufgestiegen. Was sagt man dazu? So, geht's da weiter? Hof der Galgenburg. Ich weiß nicht, ob wir da richtig sind. Anscheinend. Es ist also soweit, Champion. Endlich. Ihr habt darauf gewartet, oder? Ich nehme an, ihr wolltet mich schon seit längerem loswerden. Ich hege keinen Groll gegen euch. Ihr habt euch das selbst zuzuschreiben. Ihr seid kein Magier. Aber da ihr euch dafür entschieden habt, sie zu verteidigen, werdet ihr nun ihr Schicksal teilen. Kommandantin, ich dachte, wir wollten den Champion festnehmen. Ihr werdet das tun, was ich euch befehle, Cullen. Nein, ich habe euch verteidigt, als Thrask anfing, von eurem Wahnsinn zu flüstern. Aber das hier geht zu weit. Ich dulde nicht, dass meine Befehle in Frage gestellt werden. Wir müssen unserem Weg treu bleiben. Bei Andrastes Hintern. Ihr erkennt es wieder, nicht wahr? Reines Lyrium, gefunden in den tiefen Wegen. Der Zwerg hat einen hohen Preis für seinen Fund gefordert. Ah, jetzt wissen wir, warum sie wahnsinnig wird. Es ist der Götze. Haha. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass das Ding so sehr wie ein Schwert ausgesehen hat. Ihr alle, ich will seinen Tod. Genug. Das ist nicht, wofür der Orden steht. Kommandantin, trete zurück. Ich enthebe euch eures Amtes. Mein eigener Hauptmann ist dem Einfluss der Blutmagie zum Opfer gefallen. So wie ihr alle. Ihr seid schwach und gestattet es den Magiern, euren Verstand zu kontrollieren, damit ihr euch gegen mich wendet. Aber ich brauche nicht einen einzigen von euch. Ich werde diese Stadt auch allein beschützen. Dann müsst ihr zuerst an mir vorbei. Närrischer Junge. Genau wie all die anderen. Sie hat den Verstand verloren, genau wie Bartrand. Gesegnet seien die, die dem Verruchten und Gottlosen entgegentreten und nicht weichen. Nettel. Wo ist sie denn? Da drüben. Nee, das Kallen. Da. Tja, das ging doch mal schnell, oder? Erbauer, deine Dienerin fleht um die Stärke, dieses Übel zu besiegen. Yeah, Super Mario Dev. Verdammt. Ich sag jetzt mal gar nichts. Und welcher Idiot hat da angefangen, solche komischen Statuen hinzubauen? Ich kann die nicht mal angreifen. Das ist kein Ziel. Hallo, warum kann ich denn nicht als Ziel markieren? Ah, jetzt kann ich ihn als Ziel markieren. Okay. Tja, der Torwächter hält aber auch nicht besonders viel aus. Meredith, hast du noch einen oder? Ah, da kommt sie. Och, jetzt hat Meredith auf einmal nicht mehr so viele Lebenspunkte. Tja.
Das ist wohl scheiße, oder? Glaubst du, du kannst es auch mit einem Magier aufnehmen? Eine interessante Taktik. Ah, da kommt der Nächste. Ja, die Torwächter können wirklich nicht viel. Ach, jetzt kommen noch kleine Torwächter. Sklavenstatuen. Ich habe Templer gesehen, die mehr ausgehalten haben. Ah, Meredith ist wieder da. Oh, oh, ich glaube, wir sollten alle mal gesunden Abstand halten. All die... Du gehst mal dahin. Bethany, du gehst auch mal dahin. Ja, du bist schon weit genug weg. Okay. Die haut schon wieder ab. Zurück mit dir! Ich muss es zu Ende bringen! Das halte ich nicht aus! Wie viel kommt denn noch von diesen Viechern? Um den kümmere ich mich. Okay, Meredith ist wieder hier unten irgendwo. Ich dachte, die Orientierung ist verloren. Ah, da ist Meredith. Dann gehen wir erstmal wieder auf Meredith. Oh, oh, Jungs, Mädels, alle weg da. Es reicht. Alle wieder auf Meredith konzentrieren. Nicht aus, dass sie Unschuldigen Leid zufügen. Oh nein, dazu kommt auch noch die Erniedrigung. Die Magier verschonen? Ihnen die Freiheit geben? Sie würden doch nur alles vernichten, was uns lieb und teuer ist. Nein, nein, das darf nicht geschehen. Ich werde es verhindern. Hört ihr mich, Champion? Ich werde euch besiegen. Ja, das sehen wir nochmal. Ich werde nicht unterliegen. Erbauer, hilf deine demütigen Dienerin.
Ich glaube, das ist nach hinten losgegangen. Gehört das sich so? So viel dazu, dass der Bauer hilft. Und jetzt? Okay. Ich glaube, wir haben gewonnen, heißt das. Über das Massaker wurde überall berichtet. Der Name des Champions wurde zum Schlachtruf. Eine Erinnerung daran, dass die mächtigen Templer besiegt werden können. Er hatte die Magier gegen grausames Unrecht verteidigt und viele von ihnen überlebten, um darüber zu berichten. Der Zirkel erhob sich und steckte die Welt in Brand. Weitere Templer kamen nach Kirkwall, um die Ordnung wiederherzustellen. Doch da waren wir schon längst fort. Wir verschwanden in den Bergen, waren letztlich jedoch alle irgendwann gezwungen, den Champion zu verlassen. Nun... Wir alle außer Isabella. Die Geschichten hört man natürlich weiterhin. Und sie werden immer gewaltiger, auch wenn ihr Kern die Wahrheit bleibt. Eine neue Legende war geboren. Und das war's. Das ist die ganze Geschichte. Dann hat Meredith den Zirkel also provoziert. Sie trug die Schuld. Oder dieser verdammte Götze. Oder Anders. Sucht euch etwas aus. Und dennoch, wäre der Champion nicht dort gewesen... Dann wäre es vielleicht niemals so weit gekommen. Ich verstehe. Und wie hilft euch dieses Wissen jetzt? Ihr habt bereits alle Zirkel verloren. Und haben nicht auch die Templer rebelliert? Ich dachte, ihr hättet entschieden, die Kirche zu verlassen, um die Magier zu jagen. Nicht alle von uns wünschen sich Krieg, Varric. Bitte... Wenn ihr wisst, wo der Champion ist, dann müsst ihr es mir sagen. Er ist ein Held. Ein Mann, auf den die Magier hören würden. Jemand, der von Beginn an dabei war. Der Champion könnte diesen Wahnsinn aufhalten, bevor es zu spät ist. Er ist möglicherweise der Einzige, der es kann. Ist es das, worum es hier geht? Wenn das so ist, wünschte ich, ich könnte euch helfen. Dann verrate mir nur eines. Ist der Champion tot? Oh, das bezweifle ich. Dann steht es euch nun frei zu gehen, Varric. Möge der Erbauer in den dunklen Zeiten, die vor uns liegen, über euch wachen. Das wünsche ich euch auch, Sucherin. Leb wohl. Und? Habt ihr... Er ist fort. Genau wie der Wächter. Das ist kein Zufall. Also, bleiben wir bei unserem ursprünglichen Plan oder suchen wir weiter? Es liegt jetzt in den Händen des Erbauers. Wir müssen auf ihn vertrauen. Tja, das war Dragon Age 2. Dann im November geht es weiter mit Dragon Age Inquisition, also der dritte Teil. Ich bin jetzt noch nicht ganz sicher, wann das jetzt hier ausgestrahlt wird. Wir haben jetzt gerade den 4. August. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern, bis alles ausgestrahlt worden ist. Es kann also sein, dass es gerade nahtlos übergeht. Es kann auch sein, dass was dazwischen kommt. Ich bin nicht ganz sicher.
Auf alle Fälle Dragon Age 2, ganz toll, was wir mal raus sehen konnten jetzt mit Blick auf Dragon Age Origins und Dragon Age 2 auf Sicht von Dragon Age Inquisition, oh Gott, ich muss mit dem Namen aufpassen, ist, der Wächter ist verschwunden und der Champion ist verschwunden. Das heißt, das wird wahrscheinlich, wir brauchen einen neuen Helden, das ist ja dann der Inquisitor. Und wahrscheinlich wird es unsere Aufgabe sein, nachher den die Inquisition, diese beiden Helden zu finden, um die Inquisition allmächtig zu machen. Um dann einerseits diese drei Konflikte, die man hat. Es gibt ja einerseits diesen Kampf Magier gegen also diese Rebellion nachher zu beenden, als auch eben ein viel größeres, was sogar noch die Verderbnis nach hinten stellt. Ja, das wird so ungefähr das Ziel sein. Jetzt, Dragon Age 2 hat ja, wenn man es so nimmt, nicht wirklich viele Fans. Also im Vergleich zu Dragon Age Dragon Age Origins. Ich habe auch lange gebraucht, um damit warm zu werden. Mittlerweile liebe ich es. Es war jetzt anfangs so, bei Dragon Age Origins hat man natürlich einfach, das hat einfach davon gelebt, dass man seinen eigenen Charakter aufbauen konnte. Mit seiner Ursprungsgeschichte, jedes Volk, jede Klasse hat seine eigene, bisschen eigene Geschichte gehabt. Das fehlt hier, weil man spielt immer nur Hawk, man spielt immer den Menschen. Und mich erinnert es ein bisschen an die Parallele von Mass Effect, da ist es auch so ähnlich. Bei Mass Effect war es damals so, wir werden es auch garantiert noch spielen, also das ist fest auf meinem Agenda, dass wir irgendwann noch Mass Effect spielen werden. Bei Mass Effect war es so, der erste Teil war die Geschichte von Shepard. In dem Fall war jetzt Dragon Age Origins nicht die Geschichte eines Helden, sondern die eigene Geschichte, die im Vordergrund steht, also die eigene Origins-Geschichte, mit der man sich in dieser Welt hineinkommt und lebt. In in Mass Effect 2, genauso auch wie in Dragon Age 2, war eher die Party, also die Gefährten waren da erst im Mittelgrund. Also im Dragon Age Mass Effect 2 und auch in Dragon Age 2 waren wirklich die Gefährtenquests das Beste, was wir hatten. Also wir haben es ja auch hier gesehen, Großteil davon waren immer die Gefährtenquests, die wir gemacht haben, uns mit den Gefährten auseinanderzusetzen. Und in Mass Effect 3 war dann die Welt die Hauptperson. Also erst die einzelnen Personen und dann die Freunde und dann eben die Welt. Und so wird es wahrscheinlich auch in Dragon Age Inquisition sein, so wie ich es mir jetzt vorstelle. Die Welt soll offen sein, es soll alle möglichen Sachen erkundbar sein, von denen wir bis jetzt nur gehört haben. Man kann nach Orlais gehen, man kann nach Tevinter gehen, alle Sachen, von denen wir im Laufe der Geschichte immer nur wieder gehört haben, mit denen wir langsam in Berührung gekommen sind, aber bis jetzt noch nicht gesehen haben. Das erhoffe ich mir von Inquisition. Und natürlich auch, dass wir so die offenen Bänder, wie wird es weitergehen? Wir haben gehört, jetzt vor ein paar Folgen, dass, also die Welt aus Dragon Age Origins mit seinem König, die sind jetzt langsam laufen Gefahr, dass sie von, oh Gott, ich krieg den Namen nicht mehr hin, also von Nachbarn überrannt werden. Das wird wahrscheinlich reinkommen und lauter solche Sachen. Orlais heißt das Teil. Und da bin ich echt mal gespannt, was da alles so auf uns zukommt. Ist natürlich, wir haben die Geschichte mit, wie heißt sie, Meredith? Ne, nicht Meredith. Die Geschichte mit, wie heißt die Hexe? Ich krieg den Namen nicht mehr. Morrigan. Die wird noch, wir wissen, Morrigan spielt eine wichtige Rolle in Inquisition. Sie wurde ja geschwängert von uns. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich reinkommt. Es kann sein, dass es keine Auswirkung hat, weil wir ja nicht die PC-Version spielen und wie sich das darstellt, wissen wir nicht genau. Wir werden jetzt aber auf alle Fälle die Entscheidung, die wir in Dragon Age 2 gemacht haben, werden wir auf alle Fälle in Inquisition reinbringen. Und ich bin auf alle Fälle schon mal tierisch gespannt, wie das alles ausgehen wird. Kann man das ein bisschen vorspulen? So. Ich habe jetzt das ein bisschen übersprungen. Die Credits guckt sich sowieso keiner an. Und deshalb sage ich danke, dass ihr zugeschaut habt und wir sehen uns dann in einem meiner anderen Let's Plays, aber spätestens dann zu Dragon Age Inquisition. Bis dahin, macht's gut und danke, dass ihr zugeschaut habt.